Jo Leute, Poocracker Fireworks wieder am Start für euch und heute gibt es hier einen bunten Beutel von der Feuerwerksvitrine und zwar hier das Donnerblumensortiment aus dem Jahr 2015. Ja, hier zeige ich euch erstmal kurz das ganze Set. Hier enthalten sind schöne ältere Raketen und sonstiges altes Zeug, also ein sehr geiler Beutel, den wir jetzt erstmal öffnen werden. Wie ihr hier seht, ist das wirklich ein sehr geiler bunter Beutel mit vielen Raritäten. Und schauen uns jetzt hier erstmal den Inhalt etwas genauer an. Hier oben links haben wir eine schöne alte Knallrakete. Und zwar hier die Donnerhall-Knallrakete von Nico. Also die ist wirklich richtig laut für die damalige Zeit. Mit einem, denke mal, sehr lauten Schwarzpulverzerleger. Dann haben wir hier ältere Knallteufel von Weco drin. Hier mit dem Kingspiel-Logo hier unten links. Ja, die müssen wir, denke mal, nicht testen. Die werden auch früher nicht so laut gewesen sein. Dann haben wir hier eine schöne Rarität, und zwar hier die Strahlensonne B von Komet. Wirklich eine sehr schöne Sonne wahrscheinlich. Mit einem schönen Effekt. Dann haben wir hier auch noch ältere Knallartikel dabei. Und zwar hier die Knallkörper 40er von Weco mit dem Corsia-Label. Da sind 200 Stück drin, also das sind ja Matten einfach. Dann haben wir hier eine Sternkreiselfontäne von Feistel sogar. Also Feistel ist ja mit einer meiner Lieblingsmarken aus der damaligen Zeit. Schön, dass sie da was mit reingepackt haben, die Vitrine. Dann haben wir hier noch einen Artikel von Feistel und zwar das Bengalholz Rot. Da denke ich, das müssen wir aber eigentlich auch nicht testen. Das wird jetzt auch nicht so besonders sein. Dann haben wir hier Zauberzucker. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Dann haben wir hier noch eine schöne ältere Fontäne, auch nochmal von Feistel, sehr geil. Und zwar hier die Goldrauschfontäne, auf die Zündung hier freue ich mich auch schon besonders. Dann haben wir hier noch älteren Gold- und Silberregen von Nico dabei, auch sehr schön. Hier haben wir dann nochmal Harzer Knaller von Nico, die dürften natürlich auch schon älter sein, also wirklich sehr geile Teile auf jeden Fall. Und hier oben haben wir dann somit das Highlight des Sets eigentlich. Und zwar die Fiori-Rakete von Moog Nico. Von dieser hier werde ich auch nur eine zünden, weil es ist mir wirklich zu schade, hier alle drei von denen wegzuballern. Ja Leute, dann wünsche ich euch jetzt hier viel Spaß bei der Zündung des bunten Beutels Donnerblume der Vitrine und wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Strahlensonne B von Komet. Hoffentlich ein sehr schönes Teil. Jetzt kommt hier der ältere Gold- und Silberregen. Harzer Knaller von Nico kommt jetzt. Jetzt kommt hier die schöne Sternkreiselfontäne von Feistel.
Goldrauschfontäne von Feistel. Hoffentlich wird das ein sehr schönes Teil. Und jetzt hier noch die schönen alten Knallkörper von Weco, die schönen Matten. Eine sehr gute Lautstärke, merkt man leicht, dass die Teile älter sind. Richtig heftige Teile noch, sehr geil. Jetzt hier die schön alte Fiori von Muck Nico. Donnerhall-Rakete von Nico.